Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Splinter Cell Pandora Tomorrow. Wir sind wieder unterwegs. In der letzten Folge haben wir es ja erfolgreich geschafft, zwei Aufgaben zu erfüllen. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Genau, Verarbeitungsanlage Kundang, Indonesien. Folgen Sie Sadono und hören Sie seine Gespräche ab. Pandora Tomorrow ist das Codewort für Sadonus. Das wird Danke. Ein äußerst heikler Auftrag, Fischer. Wir führen ihn in Zusammenarbeit mit Displays International. Ja, Augenblick, ich muss ganz kurz. Ich finde es immer schade, dass die Lautstärke, Lautstärke und Bildeinstellung immer wieder zurücksetzt, warum auch immer. Durch. Dein alter Freund Douglas Shetland ist mit von der Partie. Gut, mit Shetland kann ich arbeiten. Was macht Shetland hier? Eine Ghost Army Operation. Er wird dich einweisen. Wow, er wird mich einweisen. Wo rein denn? In ein Krankenhaus oder in eine Psychiatrie? Lass mal gucken. So, was haben wir hier Schönes? Bringen Sie Sprengsätze um Sadonus Flugzeug an. Eingang zum Gunther-Lager an. Okay, die Frage ist natürlich, wie lange werden wir brauchen? Vielleicht wird es wieder mal eine Doppelmission werden. Oder wir machen eine, ne, nur eine Mission, denn wir sind ja aktuell im Schocktoberfieber und ne, trotzdem läuft weiterhin der gute Sam Fisher um die Welt und ja, heute ist der 5.10., wo ich diese Folge quasi aufnehme, sprich, morgen kommt diese Folge dann schon raus. Ich hoffe, sie kommt pünktlich raus. Die letzte Folge kam etwas später, weil das Rendern und das Hochladen und ich habe die Folge quasi an einem Tag aufgenommen. Und ich wollte unbedingt die Qualität, also ne, die höhere Render-Dings haben, deswegen hat es länger gedauert. Aber natürlich wird es dann auch nächste Woche losgehen mit weiteren Projekten. Eins davon habt ihr heute bereits gesehen. Und ich habe mir noch einige weitere kleine Projekte am Start. Und natürlich beginnt dann, wenn alles gut läuft, am Montag das große Projekt für diesen Monat. Ne, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Denn das Spiel müsste heute 0 Uhr oder so verfügbar sein. Und ich werde es dann natürlich erst morgen aufnehmen und Montag wird es dann vielleicht etwas später kommen. Aber ja, mal gucken. Ne? Wenn ihr wissen wollt, welches Spiel das ist, wobei ich glaube, ihr könnt es euch schon denken, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Und ja, wir machen aber jetzt erstmal hier weiter mit dem guten Sam. Hallo Shetland. Fischer, mein Gott, man trifft dich an den ungewöhnlichsten Orten. Ich hoffe, nächstes Mal ist's in den Staaten. Würd dir gerne ein Bier ausgeben und hören, wie Sarah geht. Lassen wir die Heimat, wo sie ist. Was ist das für eine Ghost Army Geschichte? Psychokrieg. Ein Ablenkungsmanöver. Was ist meine Aufgabe? Deine Leute müssten die Einsatzziele haben. Was mich betrifft, so sollst du Sadonos Flugzeug im Lager sabotieren. Naja, wo ich schon mal in der Gegend bin? Danke. Ich habe ein Dutzend Scharfschützen um das Lager platziert. Du wirst sie nicht sehen, aber du solltest sie nicht vergessen. Okay, also wir werden quasi von den eigenen Leuten ins Visier genommen. Super, perfekt. Es war schön, dich wiederzusehen, Shetland. Sobald wir zu Hause sind, trinken wir das Bier. Einverstanden. Wir sollten auch über die Arbeit sprechen, die ich für dich habe. Ich habe bereits einen Arbeitgeber. Und der hört gerade zu. Umso besser. Sie sollten wissen, dass ein Mann von deinen Qualitäten mehr Geld und Unabhängigkeit braucht. Jeder sollte nur seinen eigenen Krieg führen, besonders im heutigen Amerika. Kannst du mir irgendwas über Sadono berichten? Warum ist sein Leben so wertvoll? Meine Jungs hatten eine Menge Gelegenheiten, ihm eine Kugel zu verpassen. Nein, sorry. Ich habe ein Dutzend nervöse Finger am Abzug. Da ist ein Nein schwer zu akzeptieren. Du bist über alles Wichtige informiert. Wir treffen uns, wenn die Mission beendet ist. Du bist über alles Wichtige informiert. Wir treffen. Alles klar, dankeschön. Ja, wir haben ja erfahren, dass der gute Sadono eine Bombe in, also einen Zünder in seinem Körper hat, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass quasi, wenn er stirbt, ja, die Bomben aktiviert werden, sprich alles, was
in der Umgebung ist, wird draufgehen. Und nicht wundern, es kann sein, dass meine Stimme etwas anders klingen wird oder ich vielleicht etwas mal räuspern müsste. Denn, ne, ihr wisst ja selber, die kalte Jahreszeit ist zurück und natürlich fängt die Stimme dann auch wieder etwas an, zu kratzen, ne, wenn ihr versteht. Also nicht wundern, wenn ich dann im nächsten Projekt etwas anders klingen sollte. Oh Gott, verdammt, das war schon mal nicht gut. Ja, okay. Okay, wir haben 3 Möglichkeiten. Wir müssen alles nochmal machen, okay? Das wird ein äußerst heikler Auftrag, Fischer. Wir führen ihn in Zusammenarbeit mit Displays International durch. Grüße. Dein alter Freund Douglas Shetland ist mit von der Partie. Gut, mit Shetland kann ich arbeiten. Was macht Shetland hier? Eine Ghost Army Operation. Er wird dich einweisen. Ja. Hallo, Fischer. Mein Gott. Lassen wir die Heimat, wo sie ist. Psychokrieg. Was ist meine Aufgabe? Deine Leute müssten die Einsatz... Naja, wo ich schon mal in der... Danke. Ich habe... Es war schön, dich wiederzusehen, Shetland. Einverstanden. Ich habe bereits einen Ab... Umso besser. Kannst du mir irgendwas über Sadu... Nein. Sorry. Ich habe... Alles Gute, Alter. Alles Gute. Oh, okay. Das ist neu, dass er jetzt diesen Spruch bringt. Finde ich okay. Wir speichern, sobald ich da runtergesprungen bin und nicht sterben, ne? Ganz wichtig. Ich glaube, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, hätte ich es vermasselt. So, wir speichern. Ihr kennt das Spiel, ne? Speicher-Action ist zurück. Und natürlich versuche ich wieder, so gut wie es geht, alle... auszuschalten, ohne sie groß ohne sie zu töten. Ne? Außer es heißt, jo, lass knacken, dann let's go. Wie in der letzten Folge, die dann extrem eskaliert ist. Aber es hat zumindest funktioniert, also passt schon. So Kollege, leg dich schlafen. Ich hoffe, das passt. Wir speichern kurz, falls wir nämlich, ne? Haben wir ja auch mitbekommen, dass Leichen entdeckt, also Körper entdeckt werden können und dann schlagen die Leute Alarm. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen versuchen wir so gut wie möglich alles zu verbergen. Wir hätten hier eine Flasche werfen können. Können wir die vielleicht mal mitnehmen? Okay. Ui. Ein Eindringling. Ach. Ja, okay, das kam überraschend. Bin ich ehrlich, das kam überraschend. Es kam sehr überraschend, dass er genau da steht. Kann ich ihm... Jawohl, ja. Sehr schön. Achievement. Wirf jemanden mit einer Flasche ab. Wenn es das geben würde. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Folgen bei einigen Sachen auch probiert. Habe es nicht hinbekommen, ne? Die Leute so abzuschießen. Also schade. Alter, seid leise. Achso, warte, hier sind noch Granaten. Waren das Granaten? Ich glaube ja, ne? Ringgeschosse. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Machen einmal diesen hier. Sehr schön. Okay. Gut, wir müssen zu Sadonos Flugzeug. Ist eigentlich eine relativ... Oh boy. Das war, glaube ich... Nein! Wieso hast du jetzt keine Flasche in der Hand? Okay. Wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen ganz ruhig durchatmen. Er dürfte mich nicht sehen. Ich könnte ihn umboxen. Sehr gut. Gut, das Beste ist, diesmal können wir 3-mal Alarm schlagen lassen, aber ich würde gern ohne
Alarm zu schlagen, dadurch mich, mich da durchboxen, ne? Ach, Mist, 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 ach, das ist nicht gut. Na toll. Ich könnte pfeifen. Nee, okay. Hä? Oh, hier sind Sprengfallen. Aus Anzünder hier, Sprengminen. Kann ich? Was denkt ihr? Sehr gut. Perfekt. Oh nein. Okay. Das Schöne ist, durch das hohe Gras sieht er uns nicht so schnell. Aber wie gesagt, hier sind überall Sprengfallen. Okay, das sehen wir natürlich nicht. Oh shit. Okay, Glück gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Pfeifen ist nicht gut. Mist, 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 Mist. Na, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Ach, ich glaube, das war's, ne? Oh wow. Okay, das war gut. Ja klar. Erstmal die Sprengfalle deaktivieren, den Körper links liegen lassen. Perfekt. So, haben wir noch irgendwo Fallen? Oh Gott. Was lustig wäre, wenn wir die so einstellen können, dass die selber getroffen werden. Weil am Ende weiß ja eh keiner, woher es kommt. Sehr schön. Okay. Nice. Okay, ich glaube, das ist nicht gut, ne? Oh, sind wir schon da? Sind wir schon beim Flugzeug? Das wäre ja cool. Aber natürlich wird diese Mission dann noch nicht zu Ende, ne? Glaubt doch nicht, dass das schon... Sie sollten in der Nähe von Sardonos Flugzeug sein, Fischer. Ach ja. Ach so, das war's schon? Ich dachte, jetzt kommt noch irgendein weißer... Ist das Flugzeug bereit? Nein, wir warten noch auf Produkt und Piloten. Okay. Sind die heute langsam? Wir bewachen das Flugzeug nun schon eine Ewigkeit. Sardono inspiziert vor Ort. Geh und überprüfe noch einmal das Heck, das wird dich beschäftigen. Ich will doch was. Das war nicht gut. Das war richtig mies. Oder? Oh, okay, das war cool. Ja gut, dann leg dich schlafen, mein Freund, ne? So, okay, dann können wir den Dude theoretisch auch schnell umboxen oder wir schießen ihn mit einem Ringgeschoss ab. Nein, 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 nein. Sei ruhig. Mist, schade. Okay, er kommt zurück.
la 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 la. Oh, ich glaube, es wird gleich ziemlich stressig werden. Gute Arbeit, Fischer. Ich habe da so ein Gefühl, aber ich bin mir nicht sicher, ob es hinkommt. Wenn es das ist, was ich denke, dann... Oh, okay, cool. Einfach Licht ausmachen, sehr schön. Ja, gute Arbeit, Fischer. Kann ich auf ihn drauf fallen? Sehr gut. Schlaf gut, mein Freund. Ja, sehr schön. Okay, ruh dich aus. Okay, Sprengsitze sind gelegt. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis der Pilot und Co. ankommen. Oh nein, falsche Waffe. Habe ich nicht. Okay, ich habe kein Mikrofon, dass ich ihn abhören könnte. Mach dich nützlich und bleib Patriot. Dann hast du nichts zu befürchten. Okay. Der hat wohl keinen Bock zu kommen. Was macht er da? Pinkelt der? Du hast keine Waffe in der Hand, mein Freundchen. Oh, so, schlaf schön. Na, 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 na. Oh yeah. Let's go. Es dürfte ja bloß noch der eine sein, ne? Müsste man eigentlich relativ gut hinbekommen. Servus! Schlaf schön. Okay. Ach, guck mal, Heilung. Ja, wir brauchen doch keine Heilung. Wir sind Sam Fischer. Der Unantastbare. Oh shit, Hunde. Doku. Es tut mir leid. Das verkacke ich jetzt 100 Pro. Oder kriege ich das? Sag mal. Sein Hund liegt auf dem Boden und er läuft einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre? Weiß ich nicht.
Finde ich nicht gut. Boah, ihm einfach eine Flasche vom... Die Hunde spielen verrückt. Ah, sie haben sicher Hunger. Glaube ich nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu still. Hey, siehst du was? Sind die da drin endlich mit ihrem Gerede fertig? Nein, sind sie nicht. Hast du noch ein Bier übrig? Nein, und halt bitte den Mund. Geht das? Okay, das geht. Cool. Okay, also es funktioniert, dass man den quasi auf den Kopf hauen kann. Die Hunde spielen verrückt. Ah, sie haben sicher Hunger. Glaube ich nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu still. Hey, siehst du was? Sind die da drin endlich mit ihrem Gerede fertig? Nein, sind sie nicht. Hast du noch ein Bier übrig? Nein, und halt bitte den Mund. Okay, geh weg. Geh, geh, geh. Er soll ja den Mund halten, ne? Also er hält den Mund. Er schläft eine Runde. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein Doku. Ich weiß noch nicht, wo der Typ gerade rumläuft. Ich höre noch was. Okay. Von wo kommt er? Ah, perfekt. Nein, nein. Verdammt. Schade. Es war ein guter Versuch. Kann ich es vielleicht nochmal machen? Ja toll, jetzt sieht er mich. Oh shit. Da ist im Zelt drinne. Okay, das erklärt einiges. Komm, put. Du siehst mich nicht. Wir fantasieren schon. Genau, du fantasierst schon. Schlaf gut. Oh, eine Tasche. Dankeschön. So, lass mal kurz lesen. Dringen Sie in das Dorf ein. Okay, Data Stick haben wir. Schön. Freut mich. Ist hier oben noch jemand? Es ist immer schön, wenn das ganze Gebiet komplett geklärt ist. Man kann überall rumlaufen. Man muss auf nichts mehr achten. Einfach so lalalala. Na, schon schön. Und ja, wir hätten den jetzt nicht Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, wenn ich ihn jetzt hier lasse beim Licht. Obwohl, kann ich ihn runterwerfen?
Nee, schade. Ich glaube, im dritten Teil kann man die Leute so hinlegen, dass die runterfallen. Aber da gucken wir ja, später nochmal rein. Okay, Verarbeitungsanlage Kundan, Indonesien. Folgen Sie Sadono und hören Sie seine Gespräche ab. Ach so, jetzt muss ich Ich bin im abrushen. Lager. Dein Kernziel bleibt Sadono. Er ist im Lager. Ach wirklich, er ist im Lager. Wenn Sie das SC20 benutzen, drücken Sie die Waffen- und Umschalttaste Tab, um die zweite Waffe-Funktion auszuwählen. Ja. Wir müssen ihn ausfindig machen und uns an ihn ranhängen. Denk dran, er darf dich nicht entdecken. Pandora tomorrow? Sieht so aus. Wir konnten seine täglichen Ist das was? Kontrollanrufe nicht von hier aus anzapfen. Also musst du rein und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Für Sadonis Leute gilt Fifth Freedom, aber lass dich nicht blicken, bevor du den Anruf hast. Infos auf deinem Offset. Wie geht's? Den Umständen entsprechend. Alles Upsi. läuft bestens. Okay, das weiß ich nicht, ob das so gut war. Na, das wäre nicht so gut. Geht das wenigstens? Nein. Okay, das war das gut? Leute, was macht ihr? Was? Leute, was macht ihr da? Hallo? Vielleicht war gar nicht. Okay. Was machst du, Fischer? Die Mission ist gelaufen. Was war das denn jetzt, bitte schön? Ich wurde entdeckt? Wieso? Wieso wurde ich jetzt entdeckt? Das kann doch gar nicht wahr sein. Warte mal, da stand was mit Mikro, Haftkamera mit Mikro. Okay, gut. Oh shit. Nein, 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 nein. Warum? Warum? Wer hat mich jetzt? Wieso? Ach so, warte mal, ich kann unten lang, ne? Was Ach machst du, nee, kann ich Fischer? nicht. Die Mission ist gelaufen. Saturno darf sie nicht entdecken, aber er hat mich doch gar nicht entdeckt. Das verstehe ich nicht. Wo ist er denn? Ich sehe ihn doch gar nicht. Guck mal, da sind wir. Okay. Kann ich jemanden von denen Ich umboxen? werde noch verrückt. Gott, wir sind ja voll im Licht. Junge, ist das uncool.
Wir waren ja voll im Licht, das ist ja unnormal. Ist dort oben noch jemand? Ah, okay. Brauche ich alles nicht, okay. Oh nein. Glück gehabt. Komm zu Daddy. Komm. Sei vorsichtig. Na, mal gucken, hört er mich? Sehr gut. Was ich auch gut finde, ist, dass die nicht wieder aufstehen nach einer Weile. Also die können geweckt werden, klar. Aber die stehen jetzt nicht auf so, oh, was passiert? Also doch schon, aber halt nicht von alleine. Reden die? Ich glaube nicht, ne? Gott, ich bin hier voll im... Ich riskiere es einfach, come on. Sehr, sehr gut. Irgendwelche Schwierigkeiten? Sicher. Sadono ändert den Eingangscode zweimal täglich. Er schreibt ihn nicht auf, sondern teilt ihn mündlich seinen drei Offizieren mit. Also schnapp ich mir einen und bringe ihn zum Reden? Nein, geht nicht. Wir dürfen Sadono nicht so in Panik versetzen, dass er seinen Anruf vergisst. Benutze die Haftkamera, um die Unterhaltung mitzuschneiden. Einzelheiten auf dem Offset. Du kannst die Haftkamera benutzen, um den Code herauszufinden. Okay. Okay, wir testen jetzt die Haftkamera. Gucken, ob das funktioniert. Ja, geil. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehr gut. Und man kann sie wieder aufsammeln. Das ist halt auch eine feine Sache. Ne? Wie läuft's? Komisch. Ach, Mist. Okay, schade. Problem ist halt, ne? Wie läuft's? Sehr gut. Wir liegen vor dem Zeitplan. Bei was? Dem Produkt. Mhm. Wir treffen uns heute Abend. Ich möchte die Verteilung der Waffen überprüfen. Ich werde da sein. Gut. Der Code für das Hauptquartier lautet heute 1492. Kannst du dir das merken? 1492. Alles klar. Gibt es ein Kolonialgebäude, von dem aus man das Lager überblicken kann. Dort tätigt Sadono seine Pandora Tomorrow-Anrufe. Du musst dort sein, um ihn anzuzapfen. Folge ihm. Okay, 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 cool. Danke, danke. Chill mal. Ich hab den Code rausbekommen, Junge. Ach, halt die Backen, Mann. Dummer Typ, ey. Ruschen, umboxen.
Komm her. Hallo. Hey, hörst du mich? Oh, der Dude, ne? Der macht mich fertig. Soll ich ihm Tee so in den Hintern rammen? Guck mal, wir machen mal das hier. So schön. Okay, da ist gar keiner da. Das ist doch fein. So, schlaf schön. Ruh dich aus. Okay. Natürlich ist jetzt hier Haufen Licht. Das ist schlecht. Hier ist jemand, oder? Da ist etwas. Warum? Wie? Ich habe mich doch so gut versteckt, wie es nur ging. Immer noch Licht, ne? Ja, Festbeleuchtung, super. Klasse. Kann ich den einfach... Ich würde ihn so gern von hinten und, ne? Aber ich muss ja nicht dahin. Augenblick. Okay, auf ein neues. Okay, wie hat der Dude mich gesehen? Hat er irgendwo eine Überwachungskamera am Start oder was ist da los? Okay, danke schön. Ja, toll, eine Dose. Schön. Ah, sorry. Kann ich mir auch viel kaufen damit. Mit einer Dose. Pfand zumindest. So, leg dich schlafen. So. Schlaf schön. Okay. Ach, ich hätte ihn einfach von der anderen... Okay. Ich verstehe. Danke, Sam. Aber ich glaube kaum, dass du jemanden mit einer Dose umboxen kannst. Das bezweifle ich. Schade, das geht nicht, okay.
Gut, dann gehen wir wieder raus und gucken noch mal, ne, ob wir jetzt wieder entdeckt werden. Ne, gucke an, wir werden nicht entdeckt. Oder vielleicht, weil ich zu schnell war. Seht das? Kuckuck. Also Waffe nur gebraucht für hier, zum Abschießen von Lichtquellen. Okay, drei Leute oder zwei Leute. Der eine hat eine Tasche, der andere hat, glaube ich, keine Tasche. Ist der mir also Bookie, der Typ. Okay, er sieht mich. So, okay, wir können pfeifen. Wer reagiert? Okay, er reagiert. Sei ruhig, verdammt. Mann, Junge. Du miese Hund. Da bewegt sich was. Nein. Ich sehe Bewegung. Ach nö. Darf ich jemanden töten? Darf ich? Ich teste das jetzt. Oh nein. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste an. Ja. Es tut mir leid, Doku. Es tut mir leid. Es war so nicht geplant. Kann ich das wenigstens machen? Ach Mist, hier ist ja auch Licht. Reagieren. Oh, da kommt hier. Oh, das ist okay. Mann, willst du mich veralbern? Nix. Okay, ich hätte das Licht zuerst mit ausschießen müssen, ne? Oh, ich kann. Hallo. Mein Alter, geht das überhaupt? Nee, das geht nicht. Okay. So, nochmal mit Schmackes. So. Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann. Nein, du kannst mich mal. Bitte. Dankeschön. So, ein neuer Stick am Start. Code lautet, haben wir jetzt. Sehr gut. Ich bin froh, dass das gleich beim ersten Mal geklappt hat mit dem Code abfragen. Also Codegewinnung. Finde ich so. Oh. Dankeschön. So, und jetzt könnte ich doch ihn eigentlich... Also er dürfte mir jetzt nichts tun, also, ne? Weil der andere Dude schießt ja nicht mehr. Genau, sehr gut.
Okay, jetzt haben wir noch den Dogo. Und dann müssen wir es, glaube ich, erstmal wieder geschafft haben in dem Gebiet. So, leg dich schlafen, mein Freund. So ist fein. Bitte, 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 triff, bitte, triff. Verdammt. Verdammt. Wow. Okay, alle guten Dinge sind drei, ne? Kommt er jetzt? Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit. Wir haben alles im Griff, aber bitte, bleiben Sie in Deckung. Keine Sorge, Ihre Kugeln können mich nicht treffen. Ja, aber... Das Risiko ist es wert. Ich muss unseren Männern Zuversicht einflößen und dem Westen Angst. Hast du die heutigen Nachrichten gesehen? Ich schaue nie Fernsehen. Schade. Ich höre jemanden. Oh, verdammt. Oh nein, 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 nein. Ruhe, ich höre was. Oh, bitte, 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 bitte. Dankeschön. Okay. Abwärts. Oh. Verarbeitungsanlage Indonesien. Folge Sie Saturn und hören Sie seine Gespräche ab. Oh, jetzt gibt's mit. Ich habe Infos für dich von Grimm. Wir werden in ein paar Sekunden den Kontakt verlieren. Vor dir müssen irgendwo Kupferspulen oder Gitter sein. Die Raffinerie ist ein Funkloch. Viel Glück mit dem Piloten. Wir haben keine Verbindung, solange du unter Tage bist. Ich habe nichts gegen ein bisschen Ruhe einzuwenden. Okay. Oh Gott. Nein. Kannst mich nicht zwingen. Okay. Ist da jemand? Verdammt. Wie konnte... Nichts passieren. Alles gut. Die Lampen sind schon alt. Die müssen... Oh, es ist ein Wissenschaftler. Na gut, es ist kein Wissenschaftler. Es ist einfach nur so ein Drogentyp.
Ja, Drogentyp. Och, geh doch weg. Oh shit. Was ist nur los? Nein, nein. Ja, komm hoch, das ist viel einfacher, da habe ich nicht so viel zu tun. Kommt der? Ich höre noch was. Komm hoch, damit ich dich besser von der Treppe schubsen kann. Mit einer brennenden Hose im Hintern. Oder mit einer Kippe im Hintern. Licht aus. Ja, das Problem ist halt, das Licht bleibt an, warum auch immer. Ach, schade. Okay, das wird brenzlig. Oh nein, nicht schon wieder alle doppelten. Okay, das ist cool, ja. Einbildung ist auch eine Bildung, man kennt es. Ihr seid ruhig. Ich will nicht verraten werden. So. Ob es geklappt hat, werden wir am Ende feststellen. Oder ob er wieder sagt, Sam, du darfst niemanden liegen lassen. Du musst sie verstecken. Naja, man kennt es. Ist das Flugzeug in Ordnung? Ja, es ist mehr oder weniger bereit. Los, verliere nicht noch mehr Zeit. Oh, das, ja, gut. Bewegung! Ach so, okay. Er sieht mich sowas von, ne? Das geht so schief. Hallo? Ja, das geht schief. Sag ich doch. Flugzeug in Ordnung? Ja, es ist mehr oder weniger bereit. Los, verliere nicht noch mehr Zeit. Oh shit. Komm schon, komm, hier bin ich, komm. Put, komm. Hallo? Jawohl. Ich glaube, ich lebe. Nein, du siehst gar nichts, geh weg. Och nö. Wehe.
Ja, schlaf gut. Okay, es wäre halt schon funny, wenn die Treppen runterrutschen würden, nachdem man sie dahin legt. Oh wow. Ernsthaft? Okay. Nein, was? Sie sind nicht mehr zurechnungsfähig. Oh, shit. Ich bin nicht mehr. Wow. Ich bin nicht mehr. Wow. Alter, ernsthaft. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, wie lustig war das denn jetzt? Hallo. So, oh Gott, wie war der Code? Der Code war 1492. 1492. Hä? 1 4 9. Ewiger Schmutz? Gott sei Dank, Sie sind da. Schmachvoller Rückzug. Ich habe wenig Zeit. Was muss ich wissen? Er heißt Stanley Nakariakov, steht mit dem goldenen Dreieck in Verbindung. Er lebt in Lei Yu Moon, einem Stadtteil von Hongkong. Geben Sie das nicht über Funk weiter. Dieser Teil der Welt besteht aus Ohren. Meine Verschlüsselung ist sicher. Darauf würde ich nicht zählen. Japans ISDF ist aktiver, als man denkt. Woher wissen Sie das? Ich sah, wie zwei andere CIA-Kontakte verschwanden. Woher wissen Sie, dass es der ISDF war? Geld ist allwissend. Der Name ist Stanley Nakariakov. Verstanden? Sicher. Noch einen Rat. Nehmen Sie nicht das Flugzeug. Ah, okay. Ich habe aus Versehen einen Mitstreiter. Der Code für die Raffinerie 0623. Na, was ist das jetzt? Aha. Ein neuer Code oder was? Oh Gott. Willkommen an der frischen Luft. Haben Sie den Namen? Fischer, geh und zapfe das Telefon an. Über den Namen unterhalten wir uns später. Okay. Ich bringe noch jemanden um, wenn Sie nicht mit dem Geballer aufhören. Der Lärm macht mich krank. Hab schon ein ständig. Ist da jemand? Nein. Ach, schade. Schade, schade. Ich bringe noch jemanden um, wenn Sie nicht mit dem Geballer aufhören. Der Lärm macht mich krank. Hab schon ein ständiges Fiepen im Ohr. Hör auf zu meckern. Ich bin Musiker und meine Ohren sind empfindlich. Warum bekommen immer wir diesen Posten? Und was ist mit mir? Ich muss den Krach und dein Gejammer ertragen. Es ist, als würde man gegen meinen Kopf treten. Gar nicht schlecht, die Idee. Okay. Sind das Fackeln? Fackeln. Ah, ja. Okay, die Fackeln brauchen wir für die Abwehrsysteme. Für das Abwehrsystem, damit die quasi gestört werden. Was sonst passiert, nämlich... Oh, warte mal, können wir hier hoch? Ah, oh, cool. Aber wow, hm, kann ich... Ah, okay. Alter. Guck mal, da fliegt was. Ach nee. Oh boy. Nein.
Okay, das wird wieder einfach. Sei doch mal ruhig, Mensch. Shit. Oh nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wunderbar. So will ich das. Sind hier wieder Schussgeschütze? Oh Gott. Das war sehr... Das war sehr klug von mir. Ich bin so gut. Ah, der ja klar, der trainiert und hustet wie ein Bello. Oh, schade. Geht das? Oh, cool. Hey, hörst du mich? Bello. So, ruh dich mal aus, Junge. Gib mir deine Tasche. Mann, 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 du armer Kerl, du. So, einen weiteren Dada-Stick. Okay. Sehr gut. Sei vorsichtig. Es ist nicht einfach, in das Haus zu gelangen. Warte auf die Dunkelheit. Toll, die Dunkelheit. Ist es nicht schon dunkel? Warum? Ach so, da. Mein Gott. Schade, schade. Das war nicht gut. Lade nach. Mein Gott, warum? Okay, jetzt bin ich gespannt. Nein! Hä, warum? Warum werde ich dabei erwischt? Linda. Muss ich mit ihm irgendwo anders hingehen? Los! Okay, wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Freut mich. Sehr, sehr. Aber jetzt kommt er noch dazu. Ja, kommst du her, dann komm ich raus. Wenn ich dir ins Gesicht geschlagen habe. Und bam! Okay, ich glaube, jetzt müssen wir unsere Fackel nutzen. Jetzt kommt der Trick mit der Fackel und der Waffe. Was habe ich gesagt?
Wenn ich jetzt ein Schwein sein würde, würde ich sogar noch das so einstellen, dass alle abgeschossen werden. Aber da ich versuche, ohne jemanden zu töten, zumindest jetzt nicht. Na? Toll. Ich bin so gut. Boah, Alter, wo will denn der noch hin? Mann, Satono, du mieser Hund da. Kann doch nicht wahr sein. Ah, stimmt ja, da war ja was. Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann. Nein, lass mich. Ach nö, warum ist da jetzt? Nein, jetzt kommt er hierher, nein. Okay. Geht das? Oh, na toll. Oh, ich bin sichtbar. Verdammt, das war's. Okay, das ist zu viel Licht, das ist peinlich. Hallo, danke schön. Immer noch zu viel Licht. Der Himmel, ne? Der Himmel. Leuchtturm? Ich bin's. Der Code heute lautet 052651-7333-73889. Pandora Tomorrow, gut. Überwachungskamera, das ist schlecht. Ich bin's. Der Code heute lautet 052651-7333-73889 Pandora Tomorrow. Gut. Ich bin's. Der Code heute lautet 052651-7333-73889 Pandora Tomorrow. Gut. Ich bin's. Der Code heute lautet 052651-7333-73889 Pandora Tomorrow. Gut. Okay, kann ich mir da jetzt irgendwas davon kaufen? Guck mal, da ist die Kamera. Kann ich? Dankeschön. Gute Arbeit, Fischer. Verflucht, Fischer! Die Mission ist vorbei! Ja geil, das ging ja schnell. Sie wurden entdeckt. Ja, warum wurde ich wohl entdeckt? Flugscheißer, warum wurde ich wohl entdeckt? Ich bin's. Der Code heute lautet 052651-7333. Zum Teufel. Nix. Alles gut. Wehe, du reagierst jetzt. Ich bin's. Der Code heute lautet 052651-7333-73889 Pandora Tomorrow. Gut. Okay, er reagiert schon mal gar nicht auf mich. Das ist gut. Er reagiert auch nicht, dass die Kamera kaputt ist. Amin? Schnell, 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 schnell. Gute Arbeit, Fischer.
Okay. Okay, Attrappe. So, jetzt habe ich doch das gemacht, oder? Habe ich jetzt die Leitung? Fischer, rühr dich nicht! Shetland holt dich da raus! Oh, das war's dann wohl für mich. Das war dann wohl ein Schuss in den Ofen. Ich greife den Gegner an. Ach, scheiße. Ja gut, das, ne? Verfluchte Amerikaner. Okay, das war funny. So, wie viel Dings haben wir noch? Ich könnte eine EMP-Granate werfen und könnte die dann alle ausnocken. Mal gucken. Fischer, rühr dich nicht! Shetland holt dich da raus! Shit, das gut, das passiert, wenn man sich rührt, ne? Da muss man aufpassen. So, okay, nochmal bitte. Fischer, rühr dich nicht! Shetland holt dich da raus! Ne, warte mal, EMP bringt doch nichts. Granate. Ich brauche Hilfe, ich werde angegriffen. Ist das nicht Blendgranate? Doch, Blendgranate ist sehr gut. Okay, Abfahrt. Verarbeitungsanlage Kundang, Indonesien, 12. April 2006, 18.15 Uhr. Mission abgeschlossen. Crimson Deer hat Saturnus Pandora Tomorrow Anrufe über mehrere Relaisstationen verfolgen können, bevor sie sich in einer Werftanlage auf einer der östlichen indonesischen Inseln verloren. Okay, dann würde ich sagen, das war eine weitere Folge Splinter Cell Pandora Tomorrow. Wir gucken uns natürlich jetzt noch an, was uns in der nächsten Folge erwartet. Und ja, wenn euch die Folge gefällt oder wenn euch das allgemein alles gefällt, ne, schreibt es mir gerne in die Comments, gerne Like da lassen, gerne ne, Kommentar da lassen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin erstmal. Tschüss. Das Gerede über die Unfähigkeit des US-Militärs bei der Jagd nach Suhadi Sadono. Der Nationalistenführer ist auf nahezu jedem größeren Kampfschauplatz erschienen und über das Internet vertrieben und ist so in der ganzen Welt berühmt geworden. Selbst ihre Träger scheinen nicht sicher zu sein, ob es ironisch oder... Ich meine, es sieht so aus, als würden wir in einen unerklärten Krieg ziehen. Und wir sind dabei, ihn zu verlieren. Erhöht die Zahl der Opfer der Pockenimpfung auf 6. Bisher gibt es keine Stellungnahme von Seiten...